Der Gentleman Scientist entführt euch auf eine Reise kreuz und quer durch die Wissenschaft. Zusammen mit den Zuschauern in seinem Twitch-Chat verfolgt er vor allem Biologie, Medizin und Psychologie. Heute erkundet er mit euch Interessantes und Aufregendes aus den aktuellen Wissenschaftsnachrichten. Willkommen bei den Science News. Also, Impfung als Überlebensversicherung. Das tödliche Virus grassiert inzwischen das ganze Jahr über. Ein neuer Impfstoff soll seltene Vögel vor dem Aussterben bewahren und Geflügel in Europa vor Ansteckung schützen. Und damit auch Menschen, ne? Wenn Geflügel in Europa nicht mehr infiziert werden kann, dann sind natürlich auch die Menschen sicher. Das klingt erstmal logisch. Habe ich den Link schon gesichert? Ich habe den Link schon gesichert, wunderbar. Die Vogelgrippe droht, die Naturschutzarbeit von Jahrzehnten zunichte zu machen. Denn seit 2 Jahren grassiert ein besonders aggressiver Erregerstamm vom Typ H5N1. Hunderte Millionen Vögel hat er weltweit bereits dahingerafft. Das Erschreckende an diesem Virustypus? Er ist das ganze Jahr über aktiv. Bislang war der Erreger in den Sommermonaten immer wieder von selbst verschwunden. Doch 2022 und 2023 haben die Tierseuchenüberwachungsbehörden ihn den ganzen Sommer über gefunden. Eventuell ist der Erreger also hitzestabiler, beziehungsweise wir haben gerade gelernt, Vögel haben eine relativ hohe Körpertemperatur, also vielleicht eher besser angepasst auf bestimmte Luftfeuchten, ne, oder zumindest also Trockenheit und so geworden. Vielleicht überlebt der Erreger länger, ne, bei Trockenheit oder... Also so eine Geschichten, das könnten Anpassungen sein, die hier eventuell eine Rolle spielen. Jo. Ich vermute aber, man weiß es noch nicht genau, wo jetzt der exakte Unterschied liegt. Naturschützer sorgen sich vor allem um die Population bestimmter Wildvogelarten, etwa die des kalifornischen Kondors. Gymnogyps? Der heißt Gymnogyps, okay. Kalifornianus. Also, ne, klar, warum? Ne, es gibt Vogelarten, die sind eben inzwischen relativ selten und wenn die natürlich dann massiv von der Vogelgrippe betroffen sind, ich halb blöd. Dann, also, weil dann werden es noch weniger. Ne, ist logisch. In freier Wildbahn waren diese majestätischen Vögel schon einmal ausgestorben. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts setzten Wilderer Insektengifte, allen voran DDT, und die Zerstörung seines Lebensraumes dem kalifornischen Kondor zu. 1987 wurde der letzte Kondor eingefangen. In Gefangenschaft lebten damals gerade noch 27 Exemplare des großen Aasfressers. Es begann ein intensives Aufzuchtprogramm. 1992 wurden die ersten Tiere im Südwesten der USA ausgewildert. Seit 2002 brüten kalifornische Kondore wieder in freier Wildbahn. Inzwischen ist ihre Zahl laut Ventanta Wildlife Society auf 345 angewachsen. Ein Erfolg zwar, aber die Population der großen Geier ist nach wie vor fragil. Denn ein Paar zieht im Jahr nur ein einziges Junges groß. Das bedeutet, ne, nach 2 Jahren sind wir break-even, ne, wenn beide Aufzuchten erfolgreich sind. Das heißt, ne, 2 Tiere haben nach 2 Jahren 2 Jungen aufgezogen. Damit hat sich die Population aber immer noch nicht vermehrt. Ja, ist schwierig. Ja. Und man muss zähneknirschend anerkennen, vermutlich ist der kalifornische Kondor eine der wenigen Erfolgsgeschichten von Zoos. Ich weiß nicht, ob bei die 27 in Gefangenschaft lebenden Exemplare in Zoos lebten unter anderem. Das habe ich jetzt natürlich nicht auf dem Schirm. Wäre einer der wenigen Momente, wo sich das tatsächlich irgendwie ausgezahlt hätte. Ne? Das ist natürlich, also es muss man anerkennen, ob es jetzt den ganzen rechtfertigt. Den ganzen Rest, da kann man sich jetzt vielleicht
ein bisschen drüber streiten. Oder man kann einfach, naja, anerkennen, dass es das vielleicht nicht tut. Und jetzt droht einem der seltensten Vögel der Welt die hoch ansteckende aviäre Influenza. HPAI, haben wir vorhin gelernt, eine Highly Pathogenic Avian Influenza. Wobei ich behaupte, die droht ihm eigentlich die ganze Zeit. Die zirkuliert ja mindestens saisonal jedes Jahr immer mal wieder. Ne? Und das droht ihm ja auch nicht eine x-beliebige HPAI. Da muss ich an der Stelle sagen, finde ich, da hätte man präziser sein müssen, denn es droht ihm spezifisch ja H5N1. Die natürlich eine HPAI ist, ne? Also das ist so gesehen, es ist jetzt nicht falsch, was da steht. Es ist einfach nur so. Nicht so präzise, wie es sein könnte, ne? Denn das ist ja nicht so, dass generell jetzt irgendwie diverse hochpathogene aviäre Influenzae auf dem Vormarsch wären. Nein, nein. Es ist ja speziell H5N1. Und, der ganze Rest ist eben nur so, also es hat sich im Grunde nicht weiter verändert. Im vergangenen Jahr fanden die US-Behörden 21 veränderte Kontore. In 15 Tieren wiesen sie das Virus nach. Darüber hinaus gelang es Naturschützern, einzelne infizierte Tiere einzufangen und wieder aufzupäppeln. Das California Condor Recovery Program will Aufzucht und Auswilderung so weit wie möglich weiterführen. Noch ist aber nicht klar, ob das in der aktuellen Lage möglich ist. Zwar gibt es mittlerweile einen Impfstoff gegen die Vogelgrippe, aber der wurde für Hühner entwickelt. Ob Geier ihn vertragen und wie groß die Dosis für sie sein muss, damit sie effektiv vor einer Infektion geschützt sind, wollen Wissenschaftler erst in einer Studie ermitteln. Sinnvoll, aber hey, es gibt einen Impfstoff, der immerhin für dieselbe Lebewesenkategorie existiert. Na? Und das ist ja schon mal was. Wir haben das Problem, dass H5N1 inzwischen ja auch in... Ich glaube, es gibt einen Schweinswal, der gefunden wurde, und in Robben spielt es eine Rolle. Ne? Die sind mit dem Hühnerimpfstoff natürlich unter Umständen noch schlechter dran. Also insofern, immerhin, I guess. Auch wenn zugegeben so ein Kondor und so ein Huhn natürlich schon ein bisschen weiter voneinander auseinander, also voneinander weg sind, ne? Aber. Ich würde sagen, die Chancen, dass man eine Möglichkeit findet, diesen Impfstoff für die Kondore anzupassen und es da einfach nur eine höhere Dosis bedarf, die Chancen stehen relativ gut. Vorausgesetzt, Kondore sind in der Lage, einen Immunschutz aufzubauen, ne, gegen diese Influenza. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ende Mai haben Naturschützer der US-Bundesbehörde Fish and Wildlife Service damit begonnen, Geier zu impfen. Zunächst nur 20 Rabengeier, Curragyps atratus. Gyps ist also offensichtlich in irgendeiner Form die Endung, die mit Geiern was zu tun hat. Und 13 Kondore in Gefangenschaft. Im September sollen dann weitere Tiere folgen. Selbst wenn die Vakzine wirken, ist es aber fraglich, ob sie die gesamte Kondorpopulation wirklich retten können. Tim Harder, Leiter des Deutschen Nationalen Referenzlabors für aviäre Influenza am Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit, ist jedenfalls skeptisch. Alle Vögel zu impfen wäre äußerst aufwendig, meint er. Die Impfungen, die wir momentan haben, müssen wir jedem einzelnen Vogel mit Nadel und Spritze verabreichen. Und mit einer einmaligen Impfung wäre es nicht getan. Damit das Immunsystem der Tiere einen effektiven Schutz aufbauen kann, benötigen sie nach 4 Wochen einen Booster und nach einem halben bis einem Jahr eine Auffrischungsimpfung. Ach du Scheiße. Das wird sicherlich auch für die wenigen freilebenden Kondore schwierig werden. Holy shit. Okay, ja, also es ist völlig ausgeschlossen, dass das funktioniert. Ich meine, ja, es sind nur 345 Tiere. Aber what the hell? Das sind 345 Kondore, die du in freier Wildbahn finden musst. Dreimal.
Das kannst du vergessen, Leute. Das funktioniert so nicht. Also, wenn es eine Einfachimpfung wäre, okay. Wenn es eine Impfung wäre, die du per Köder ausbringen kannst, okay. Aber das bedeutet ja, du musst die nicht nur finden, du musst sie fangen und impfen. Das ist ja auch mega Stress für die Tiere. Und dann kannst du sie wahrscheinlich, ne, solltest du es wahrscheinlich nicht in der Brutzeit machen und boah. Das Kacke. Hallo Seth, schön, dass du reinschaust. Wir chippen die einfach wie bei der Corona-Impfung. Würde mich nicht überraschen, wenn einige von denen tatsächlich einen Sender tragen. Also das ist ja, ne? Das wäre ja noch relativ einfach zu machen, denen einen GPS-Tracker ankleben oder irgendwie einen Fußring oder so, dass man sie dann für Impfung 2 und 3 wiederfindet. Aber der Aufwand, ey, ohne Scheiß. Vor allen Dingen auch dieser Aufwand hier, ne? Also das ist ja nicht nur, dass da irgendwie Leute durch die amerikanische Wildnis müssen und irgendwie Kondore suchen. Selbst wenn die dann per GPS-Tracker gechippt sind, ne, du musst ja da trotzdem hingehen und das Tier dann im Dickicht irgendwie tatsächlich finden. Das kostet ja auch. Ich meine, bei 345 Tieren, selbst wenn du sagst, du machst jeden Tag ein Tier, das ist komplettes Jahr Arbeit. Und du kannst, also du hast ja kein komplettes Jahr. Das heißt, du musst pro Tag mehrere Tiere schaffen. Ja? Da brauchst du eigentlich 3 Teams. 3 bis 5, würde ich sagen, damit das realistisch ist. Damit du idealerweise 3 bis 5 oder sagen wir mal 6 bis 10 Tiere schaffst am Tag. Ne, wenn du richtig Glück hast, findest du mal mehrere auf einem Haufen. Dafür wird es sicherlich Tage geben, wo du Pech hast. Ne? Wir wissen jetzt nicht, inwiefern, also wie gut bekannt ist, wo diese Tiere sich immer aufhalten. Das sind ja Vögel, verdammte Axt, die bewegen sich ja. Und so ein Kondor hat ja eine gewisse Reichweite. Die haben eine fucking Airline nach denen benannt. Was kein Argument ist, aber ne, ihr wisst, was ich damit sage. Oh. Okay, also sagen wir ne, konservativ, 3 Teams. Und 3 richtig gute Teams. Dann brauchst du aber, also so ein Team, ne, besteht aus 3 Arbeitssicherheit. Eigentlich brauchst du 3 Leute, ne? Wenn einem was passiert, kann einer da bleiben, einer Hilfe holen. Das heißt, du brauchst 9 Mitarbeiter in Vollzeit. Hab jetzt natürlich keine Ahnung, ne? Das ist in den USA, das funktioniert alles ein bisschen anders, aber wir übersetzen das einfach mal nach Deutschland. Ne? Deutschland müsstest du, also wäre das eine Anstellung an einem Forschungsinstitut vermutlich, das heißt, du müsstest diese grob nach Tarifvertrag öffentlicher Dienst bezahlen. Das ist eine Einordnung in E13, das sind jetzt mal grob über den Daumen gepeilt, ich glaube 48.000 im Jahr. Oder schon 55.000? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sollte das eigentlich wissen. Ich habe das mit diesen Zahlen letztens erst jongliert. Ich kann mich nicht erinnern. Also sagen wir mal einfach, wir nehmen die Mitte, ne, weil es sich einfach rechnet, das sind 50.000 im Jahr. Das heißt, du bist mindestens ein Jahr beschäftigt mit 9 Leuten, die jeweils 50.000 kosten. Das heißt, du hast es mit
mal 10, also mal 9 sind 450.000 Euro. Dieses allein an Personalkosten kostet. Na, wenn wir jetzt bedenken, da sind vielleicht mal Leute krank oder im Urlaub oder also eigentlich brauchen wir mindestens eine Ersatzperson, eher zwei, also reden wir locker mal schon von einer halben, also von 550.000 Euro Personalkosten. Eine halbe Million, ne, pro Jahr. Und dann hoffen wir, dass das in einem Jahr durch ist. Aber dann haben die ja nur eine Impfung verbracht, ne, weil sie haben ja jedes Tier nur einmal in der Hand gehabt. Und du hast ja spätestens mit der zweiten Impfung dann auch Wartezeit. Wir können also mal davon ausgehen, die sind locker 2 bis 3 Jahre beschäftigt. Das heißt, im Zweifel kostet das 1,5 Millionen Euro. Plus, ne, die Leute brauchen, also du musst den Impfstoff bezahlen, die Leute brauchen Ausrüstung, Fahrzeuge etc. pp. Also das ist ein Projekt, würde ich mal so grob mit 3 Millionen Euro ansetzen. Ne, über 3 Jahre, ja, 1 Million pro Jahr ungefähr, das klingt realistisch. Vielleicht kriegt man das auch ein bisschen günstiger organisiert, ne? Weiß ich jetzt nicht genau. Ich muss zugeben, ich bin mit der Art von Projekt nicht gut vertraut, weil das halt keine Laborarbeit ist, sondern ne, faktisch draußen Expedition, Arbeit am Tier. Ne, also das ist es, was, wenn Deutschland so ein Projekt macht, was da ungefähr bei rüberkommen würde. Für 345 Kondore wohlgemerkt, ne? Und da bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt dann zu Herrn Christian Lindner gehen und sagen, wir müssen 345 Kondore retten, wir hätten gerne 3 Millionen Euro für die nächsten 3 Jahre. Der käme aus dem Lachen nicht mehr raus. Der lacht bis in die nächste Legislaturperiode über uns, da können wir aber von ausgehen. No. Und das sind so die Herausforderungen, ne? Vor denen solche Projekte dann stehen. Und das erklärt dann auch ganz gut, warum der Herr Harder da vielleicht nicht so optimistisch ist, dass das funktioniert in der Form. Ne, für unser Kulturgeflügel, ne, das sowieso in der Legebatterie sitzt. Das kann ja nicht weglaufen. Da, für die kannst du sowas machen. Das ist kein Ding. Aber halt für so ein Kondor sieht die Sache nicht so gut aus. Ja, ne, klar, Seth, in den USA sieht die ganze Sache dann nochmal anders aus. Ich vermute, auch in den USA sind die Löhne nicht so hoch. Gerade für die Leute, die dann im Zweifel draußen rumgurken und die Kondore einsammeln. Also, Untertitel wieder wild, da werden Kondome eingesammelt, das ist aber auch wichtig. Ja, wegen Mikroplastik, ne, und Umweltverschmutzung und so. Ist aber ein ganz anderes Feld. Mikroplastik, sage ich. Ist Latex? Ist Latex in Plastik? Gute Frage. Seth sagt, ja, ist das. Ich tendiere auch zu ja, aber ich muss zugeben, ich kann mich gerade nicht erinnern, was die chemische Formel von Latex ist. Ich muss es jetzt wissen. Nicht das Softwarepaket. Okay, das wird so nix. Wird das so besser? Nein.
Wir kommen nur bei der Software raus. Flüssiger Kautschuk. Synthetisch aus Erdöl. Gib mir. Hallo Bison, schön, dass man reinschaut. Ich mag übrigens in dem Kontext, warum Latex statt Word. Weil. Weil es nichts mit dem Thema zu tun hat. Ah, okay, das wird mir an Exkurs gerade zu viel. Wir nehmen das zur Kenntnis. Das hat auch mit dem Thema. Polyisopren, danke Seth. Das ergibt erstaunlich Sinn. Lesen wir dann nach Latexherstellung was über Word-Herstellung. Wenn ihr was über Word-Herstellung lernen wollt, dann dann hört den Alles gesagt Podcast mit Gott, wie heißt der Kerl? Der im Grunde die erste Textverarbeitungssoftware gebastelt hat. Vergessen. Wo habe ich ihn denn? Irgendwo hier muss er rumeiern. Richard Socher. So. Ist da Bescheid. Da finde ich, gibt es sehr, sehr schöne Einblicke. Ist allerdings ein echt langer Podcast. Alles gesagt, Richard Socher. Da seid ihr stundenlang dabei, aber gerade für Tech-Nerds, glaube ich, ist da eine Menge drin. So, wir sind eigentlich bei Kondor-Impfungen. Anderes Thema. So. Die Kondor-Impfkampagne hat bislang keine ähnlichen Initiativen bei anderen Vogelarten angeregt. Doch planen die US-Behörden nicht, die Geflügelbestände des Landes zu impfen. Genauso hat das bisher die Europäische Union gehalten. Das Zögern hat seinen Grund. Länder, die Geflügel importieren, könnten Handelsbeschränkungen für geimpfte Vögel erlassen. Denn, so zynisch es klingt, ohne Impfung ist die Überwachung der Vogelgrippe viel einfacher. Man braucht keinen aufwendigen Test, sondern erkennt die Infektion schlicht daran, dass Hühner, Enten, Gänse oder Puten im Stall tot umfallen. Tierwohl, yay! 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 Kein Tierwohl, okay. Oh, das. Leute, ihr solltet euch dieses Vegan-Sein echt nochmal angucken. Geimpfte Vögel erkranken zwar nicht an der Vogelgrippe, sie können sich allerdings trotzdem infizieren und das Virus kann sich unter Umständen in ihnen vermehren. Darum müssten die Behörden die Flügelbestände auch nach einer Impfung streng überwachen, sagt Tim Harder. In geimpften Geflügelpopulationen stehen die Viren unter besonders hohem Selektionsdruck, dadurch können unbemerkt neue Varianten entstehen, die den Impfschutz eventuell unterlaufen. Dann wären sie ja allerdings nicht mehr unbemerkt, weil dann würden ja die Enten, Puten, Gänse wieder tot umfallen. Seth ist immer noch im Latex-Rabbit Hole. Es gibt auch Butandien und Butylkautschuk. Ich sehe, es gibt offensichtlich verschiedene Varianten. Ich habe schon völlig vergessen, wie wir eigentlich drauf kamen. Das war irgendeine weirde Tangente. Die hat mein Hirn schon wieder völlig rausgeschmissen. Darum schreibt die EU jetzt vor, dass der Amtsarzt geimpfte Geflügelbestände monatlich untersucht, bei 60 Tieren Proben nimmt und per PCR auf Vogelgrippe testet. Bei 60 Tieren, egal wie groß der Bestand ist? Finde ich interessant, dass es nicht 10% ist oder
2%, ne? Also dass es nicht ein Anteil ist, der von der Bestandsgröße abhängt, sondern dass es also völlig festgesetzt 60 Tiere sind. Egal, ob ich 60, 600 oder 6000 Vögel habe. Es ergibt spontan nicht so viel Sinn. Genau, aber hier steht, ne, das sind sehr strikte Maßnahmen, die viel Geld und viel Arbeit kosten. 60 PCR-Proben sind echt teuer. Na, und dann brauchst du wieder ein Labor, das die verarbeitet. Personalkosten etc. pp. Also ich meine, das machst du dann nicht selber, ne? Aber du schickst das ein, brauchst ein Labor, das die PCR hat, ist wieder irgendwie hakelig. Transportkosten hast du dann auch noch, ne? Weil die Probe muss von A nach B, die muss entsprechend gelagert werden, du musst wieder irgendeiner die Probe nehmen, der Amtsarzt vor Ort hat also irgendwie wieder Arbeit. Amtsärzte sind teuer, also generell Tierärzte sind natürlich teuer, ne, weil hochqualifiziertes Personal, wenn du seine Arbeitszeit da aufwendest, Riesen-Hack-Mack, ne? Riesen-Hack-Mack. So, genau. Strikte Maßnahmen, viel Geld, viel Arbeit, sagt der Tierseuchenexperte. Das müssen Geflügelhalter bedenken, die überlegen, ihr Geflügel impfen zu lassen. Und ich könnte mir vorstellen, es ist einfach günstiger, wenn du ein paar Tiere an die Grippe verlierst. Doch die europäischen Behörden sind offenbar bereit, diese zusätzlichen Aufwand zu betreiben. Im Februar hat die EU den Weg für die Impfung freigemacht. Dabei dürfte es eine Rolle gespielt haben, dass auch einige wildlebende Fleischfresser wie Füchse, Otter, Seelöwen oder Schweinswale an Vogelgrippe erkrankt sind. Hier ist der Schweinswal, an den ich mich vorhin glaubte zu erinnern. Der Sprung von Vögeln auf Säugetiere kann die Gefahr erhöhen, dass sich das Virus auch an den Menschen anpasst. Bislang haben sich Menschen lediglich bei Vögeln direkt angesteckt. Die Impfung soll zusätzlichen Schutz bieten, um zu verhindern, dass sich Menschen infizieren. Und da sind wir halt wieder an dem Punkt, ne, es geht nicht nur um die Vögel, ne, ich meine, ja, ne, Tierwohl und so weiter und so fort. Alleine das würde die Impfung vielleicht nahelegen, aber es geht am Ende auch um einen Schutz der Mitarbeiter, ne? Und am Ende auch um ein höheres Gut, nämlich den Schutz der öffentlichen Gesundheit als solches, was ja auch nicht von der Hand zu weisen ist, ne? Denn wenn dann über die Legebatterie und die dort arbeitenden Leute, ne, die nächste Influenza-Pandemie ausgelöst wird. Mann, ist das scheiß Marketing, Leute. Da muss sich der Herr Tönnies aber warm anziehen, sag ich euch. Mag, wie der Untertitel Herr Tennis draus gemacht hat. Rede ich so undeutlich, Untertitel? Allerdings gibt es noch ein kleines Hindernis. Um impfen zu können, bräuchte man einen zugelassenen Impfstoff, sagt Tim Harder. Der ist aber in Europa noch gar nicht vorhanden. Für mehrere Vakzinkandidaten läuft der Zulassungsprozess bei der Europäischen Arzneimittelagentur. Es dürfte aber noch mehrere Wochen oder Monate dauern, bis der Prozess abgeschlossen ist. Vor allem Entenzüchter in Frankreich warten offenbar händeringend auf den Impfstoff. Die Vogelgrippe hat die Produktion praktisch zum Erliegen gebracht, sagt Harder. Er erwarte, dass die französischen Entenzüchter noch diesen Herbst mit einer Impfung starten dürften. Alle anderen EU-Länder schauen gebannt darauf, wie sich das in Frankreich entwickelt. Davon ausgehend wird man sehen, wie man das in Deutschland umsetzen kann. Ja, ja, klar, Bison, das ist ein Fair Point, ne? Wenn du die zugelassene Impfung noch nicht hast, dann kannst du nicht impfen, das ist völlig klar. Seth fragt: Wie bereitet man Proben, Pflanzen und Gewebe für ein Lichtmikroskop vor? Wie schneidet man das so dünn? Das kommt darauf an, was du sehen willst und womit du es betrachtest. Ne? Lichtmikroskop 1 zu 10 bis 1 zu 100. Die Spanne ist ja groß. Ich meine, grundsätzlich, ne, wenn ihr euch an eure Schulzeit erinnert,
Zwiebelhaut mikroskopieren. Haare mikroskopieren, da muss man gar nicht großartig schneiden. Bei der Zwiebelhaut reicht es einfach, ne, so einen Streifen abzuziehen. Und dann kann man sich das wunderbar angucken. Ansonsten muss man halt dünn schneiden. Das ist aber mit einem Skalpell durchaus machbar, händisch. Das ist also grundsätzlich gar kein Ding. Gerade wenn es irgendwie um Pflanzengewebe geht zum Beispiel, ne, man kann ohne Schwierigkeiten irgendwie von so einem Blatt ein ganz dünnes Stück abschneiden. Wenn man ein Skalpell hat, das scharf genug ist, dann klappt das. Das kann man dann auch mikroskopieren. Wenn wir jetzt natürlich das ein bisschen professioneller betrachten und von zum Beispiel ne, der medizinischen Gewebekunde, der Histologie ausgehen, so wie im Labor zum Beispiel Tumorgewebe beurteilt wird und so, dann macht man das natürlich nicht mehr per Hand. Dafür hat man Schneidemaschinen. Ne, da wird dann das Gewebe in Paraffin, also faktisch, ich sage mal so salopp, in Wachs eingebettet, damit es starr wird, ne, weil Gewebe sonst ist ja relativ squishy. Und das schneidet sich dann bescheiden. Und von diesem Paraffinblock, in dem das Gewebe dann eingebettet ist, werden dann ganz, ganz dünne Schnitte mit Hilfe eines Mikrotoms gemacht. Das Mikrotom ist im Grunde, wenn du mal so eine Brotschneidermaschine gesehen hast, dann das Mikrotom tut dasselbe. Mit dem Unterschied, dass es halt keine rotierende Klinge hat, sondern also keine so eine rotierende Sägeklinge, sondern eine ganz feine, scharfe Rasierklinge, mit der es arbeitet und dann eben ganz zärtlich über, das seht ihr nicht, wenn ich das hier mache, so über den Block drüber geht und im Grunde so einen feinen Span abhobelt. Der ist dann wenige Mikrometer dick, so je nachdem, wie gut oder schlecht man schneidet, so 1 bis 4, und da kann man dann wunderbar mit dem Lichtmikroskop durchgucken. No. Deswegen, ne, es hängt immer sehr davon ab, was man sehen will und zu welchem Zweck. Mikrotom ist für alle Schüler voll mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ne, aber wenn man natürlich da Diagnostik mitmachen will, dann ergibt es Sinn. Und ja, die Franzosen haben gerade ein Bettwanzenproblem. Das habe ich auch schon gesehen. Da ist auch Deutschland nicht ganz gefeit vor. Das kann sein, dass uns dasselbe blüht. Seth hat das heute in einem Short gesehen. Aha! Sonnenblumenblüte, okay, das habe ich auch noch nicht gesehen, dass man die schneidet. Aber ja, klar, warum nicht? Wenn man ne, entsprechend dünne Schnitte will, kann man das schon machen. Oh. So, kurzer Exkurs. Das ist übrigens was ich tatsächlich selber auch gelernt habe, ne, als medizinisch-technischer Assistent. Wenn ihr beim Hautarzt oder so eine Probe entnommen wird, dann wird die euch operativ was entfernt wird, wo danach noch eine histologische oder pathologische Betrachtung gemacht wird, dann wird das genauso verarbeitet. Ganz grob beschrieben, ne? Da kann man jetzt natürlich noch richtig ins Detail gehen, aber so mal grob drüber gegangen ist das, was passiert. Zurück zu H5N1. Impfungen können nicht nur die Gesundheit von Mensch und Tier schützen, sondern auch dazu beitragen, dass Nutztiere besser und artgerechter leben können. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich Fleisch von Geflügel aus Freilandhaltung, doch die Behörden können Züchter in Vogelgrippegebieten dazu verpflichten, ihre Tiere im Stall zu halten. Ist voll gut für die Tiere, ne? So viel dann zur Freilandhaltung. Das ist in erster Linie für Gänsezüchter ein Problem, denn die Tiere brauchen Frischluft, Tageslicht und Gewässer. Wenn die Impfung die Bestände ausreichend schützt, können sie das ganze Jahr über draußen gehalten werden, sagt Harder. Das wäre eines der Ziele, die man mit einer Impfung erreichen könnte. Ja, die gute Nachricht ist, es gibt eine Impfung gegen H5N1 für Vögel. Die schlechte Nachricht ist, es ist echt ein Schmerz im Hinterteil, die anzubringen. Muss man so wirklich sagen. Heidewitzka.
Die scheinen das jetzt mit den Kondoren tatsächlich durchziehen zu wollen. Das ist hier übrigens ein besagter kalifornischer Kondor. Nein, Arkenier. Die Impfung wird injiziert. Wie unsere Corona-Impfung oder halt unsere Grippeschutzimpfung auch. Weiß, dass du mich verstanden hast. Genau, also das ist übrigens hier besagter Kondor, ne? Falls sich einer gewundert hat, wie die Viecher aussehen. Es ist nicht das hübscheste Tier auf der Welt, muss man zugeben. Aber well.